Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Review. Heute zeige ich euch Transformers Prime Robots in Disguise Cliffjumper. Cliffjumper stellt im Old Mode ein amerikanisches Muscle Car dar. Ein bisschen zusammengemixt aus verschiedenen Muscle Cars. Wir haben vorne Dodge Challenger ein wenig, hinten haben wir dann einen Hemi Cuda und ja, die Seitenlinie ist auch ein bisschen so zusammengewuschelt. Er hat ein hohes Heck hinten, was ihn wirklich sehr Muscle Car mäßig ausschaut. Ja, zu den Details im Old Mode, da haben wir sehr schöne rausgearbeitete Felgen, silber abgesetzt. Die Auspuffrohre sind auch schön silber. Hinten die Felgen natürlich auch so. Dann haben wir eine schöne Heckstoßstange, auch silber mit schwarzen Rückleuchten. Unten sieht man ein wenig seinen Kopf und Roboterzeug natürlich. Ja, und an den Seiten halt genau gleich, auch zwei Räder und auch so Verlage und vorne halt diese wirklich sehr schön rausgearbeitete Front mit den lackierten Scheinwerfern und diesen titanfarbenen Grill, der leicht metallisch schimmert. Also mir gefällt die Front sehr, sehr gut, natürlich dazu auch diese Bullenhörner vorne. Ja, werfen wir einen Blick nochmal schnell auf die Verpackung. Hier haben wir den halt nochmal Cliffjumper Autobot. Hinten haben wir ein schönes Artwork mit ihm. Und da ist auch schon die Waffe, die er hat, da zu sehen. Ja, ansonsten sehr schön wie immer hier unten Optimus und seine Kumpels. Und ein sehr schönes Bild von denen. So, kommen wir wieder zurück zu Cliff. Und da haben wir halt ihn mit seiner Waffe hier und diese Waffe kann man halt an diesen verschiedenen Ports befestigen, einmal hier und hier. Die haben genau den gleichen Durchmesser wie normale MagTech-Waffen, also erstmal passt die hier ganz gut drauf. So, passt super, andere Seite auch, aber die Seite genauso. Man kann aber auch die Waffe von anderen MagTech-Waffen oder von anderen Figuren aus zum Beispiel Dark of the Moon. Da haben wir hier die Waffe von Q. Die können wir auch ganz gut machen hier und dann sieht man, passt es auch. Also der Durchmesser von diesen Ports ist gleich. Wir haben einen kleinen Größenvergleich zu Dark of the Moon B, Bumblebee, und da sieht man schon, dass die ein wenig kleiner sind, so wie die, was auch die Größe betrifft, ja, wesentlich länger ein bisschen. B ist breiter und natürlich höher. Kann man hier ganz gut sehen. Ja, aber ansonsten trotzdem noch ganz gut. Okay, kommen wir zur Transformation. Wir nehmen uns den guten Cliff und öffnen an den Seiten erstmal die Türen. Die können wir so ganz normal rausschieben. So, lässt sich ganz leicht machen. Dann können wir das schon mal ein bisschen so machen. Klappen die Haube nach hinten, drehen den guten einmal und dann sehen wir auch schon, dass mit dem Runtermachen der Arme der Kopf hochgekommen ist. Wirklich sehr, sehr cool detailliert mit den Hörnern und so. Gut, als nächstes lösen wir hinten die Seitenteile hier. So und so, dann kann man schon sehen, dass das die Füße nachher werden. Die können wir eigentlich schon mal so runterklappen. So. Und so, dann lösen wir hinten das Heck, klappen es ein wenig hoch, lösen die hintere Dachpartie und klappen die auch nach vorne und die wird dann über die Haube hier vorne rübergelegt, so. Und damit haben wir das geringe Backpack eigentlich schon. Okay, gut. Jetzt lösen wir, oder nicht lösen wir, aber drehen wir die Beine, also die ganze Hüfte einmal. Lässt sich ganz gut bewerkstelligen, so. Dann klappen wir die Füße runter, hier und hier, drehen die Füße einmal, so, und dann müssen wir bloß noch diese kleinen Kotflügel hier, die Seitenteile, bis die einrasten, also so, und so, und schon haben wir die Beine fertig transformiert, in meinen Augen wirklich sehr, sehr cool, die Transformation, und auch optisch sehr gut dargestellt. Okay, kommen wir nun zu seinen Armen. Dafür fahre ich die Kamera ein bisschen weiter hoch. So. Die Arme drehen wir einmal, bis dieses rote Teil so nach vorne zeigt. Klappen diesen vorderen Bereich nach oben.
Und dann haben wir hier zwei Gelenkpunkte, einmal da und einmal da. Und die müssen wir einmal so nach vorne machen. Dann haben wir die Arme hier. Hier sieht man schon ganz deutlich die Hand. Die klappen wir ein wenig raus. Und beim Rausklappen müssen wir den vorderen Teil, also die Tür sozusagen, müssen wir rumklappen. Und die rastet genau, also mit die Hand hier noch ein bisschen rausmachen. Und die rastet genau da so ein. Und dann haben wir auch schon, oh, die Hand lasse ich. Hände lassen sich leicht lösen, die kann man aber ganz leicht wieder rankippen. Und dann müssen wir einfach bloß den Arm so nach vorne drehen und diesen hinteren Teil, also diesen oberen Teil vom vorderen Fahrzeug, also die Front, können wir dann einfach so lassen. Als letztes müssen wir bloß noch die Scheibe nach vorne machen oder vielmehr nach hinten klappen. Andere Seite genau das gleiche, die Schulter bewegen, den Arm so. Faust draus machen und gleichzeitig mit dem Umklappen der Tür die Hand raus machen. Eigentlich ganz einfach so, die Tür rastet da oben ein. So, dann müssen wir bloß noch die Scheibe so zur Seite klappen und schon haben wir seine Ärmchen. Ja, dann wäre die Transformation von Cliff eigentlich schon, von Cliff Jumper eigentlich schon abgeschlossen. Und wie ihr seht, macht er wirklich im Roboter-Mode eine wirklich sehr, sehr coole Figur. Ich mag vor allem diese schön rausgearbeitete Front unten da, also wo sich die Front widerspiegelt mit den schönen Lichtelementen da vorne, die blau abgesetzt sind. Der Kopf ist wirklich sehr, sehr cool. Man sieht wirklich die Mimik und er hat ein super Lightpiping. Die Hörner sind schön stabil. Auch die Hand sieht sehr schön aus. Das Einzige, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Negativpunkten. Er ist natürlich hat natürlich einen großen Unterschied zur First Edition Cliff Jumper. Aber ich finde ihn trotzdem, ich finde die Farbgebung bei ihm vielleicht noch einen Tick besser als bei der First Edition. Dann haben wir hier hinten, wie gesagt, ein bisschen die Nachteile. Er hat so ein bisschen hohle Arme, sieht man aber von vorne nicht. Die Arme sind generell nicht ganz serienakkurat. Passen aber trotzdem irgendwie, finde ich auch cool, dass sie das so mit den Türen so gemacht haben. Dann haben wir hier schön die Brust, also diese falsche Brust, die das Dach vom Fahrzeug widerspiegelt. Ja, zu den Beinen kann man auch sagen, die sind wirklich sehr gut rausgearbeitet. Wir haben die Felge hier, dann haben wir schön das Knie, schön silber abgesetzt. Die Füße sind wirklich silber, also die ganze Farbgebung von der Figur haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Hier ist noch so ein graues Stück, aber das fällt gar nicht in Gewicht weiter. Ansonsten haben wir natürlich die vorherrschenden Farben Rot, Silber und kleine Akzente wie die Scheinwerfer hier und die Augen und das Gesicht und so. Hinten ein geringes Backpack. Der Nachteil ist natürlich auch hier, dass wir hier, eigentlich sind bei der Originalfigur wohl die Räder hier hinten. Aber, naja. Hat er halt 6 Räder, macht auch nichts. So, sieht man sowieso nicht so richtig. Von vorne, meistens stellt man die Figuren ja so hin oder weiß ich wie. Also da fällt es nicht auf. Ja, okay, seine Waffe können wir dann auch nehmen. Die können wir ihn hier in der Hand platzieren. So. Und dann kann er ordentlich draufhauen. Ist doch richtig so. Oder? Für einen kleinen Größenvergleich haben wir hier einmal Cliff Jumper. Wir machen ihn mal ganz, stellen ihn mal gerade hin, um einen ordentlichen Größenvergleich zu haben. So. Und dazu haben wir Größenvergleich Dark of the Moon Bumblebee. Und hier sieht man halt diesen Größenvergleich mit Bumblebee. Und er ist schon doch einen guten Kopf größer als Cliff Jumper, aber ich weiß nicht, ob die Figuren sich so, wenn sie sich in Wirklichkeit begegnen würden oder vielmehr in Film begegnen würden, ob die denn auch unterschiedliche Größe haben. Sind ja beide Muscle Cars und von daher weiß man es nicht so genau. Ist halt bloß der Unterschied zwischen realen Movie und Animationsserie sozusagen. Ja, wie gesagt, eine super geile Figur, optisch ganz klar ein Highlight der Reihe und ich mag den Charakter eigentlich sehr, auch wenn er in der ersten Folge gleich gekillt wurde, aber
Die Serie hat trotzdem auch ein paar überraschende Wendungen, also die Figur kann man sich so oder so denn holen. Ja, das war's denn und bis zum nächsten Mal. Tschüss.